Hallo und herzlich willkommen zurück zu Advance Wars 1. Und unser nächster Gegner ist wie immer der gute Olaf. Und was der jetzt zu sagen hat, erfahrt ihr jetzt. Verdammt, die Lage wird langsam ernst. Ich verstehe nicht, weshalb wir uns so anstrengen müssen. Wir befanden uns anfangs nicht mal im Territorium von Blumon. Wie bitte? Nach all der Mühe und sorgfältigen Planung? Das ist Diebstahl, Mann. Nicht mehr und nicht weniger. Du undankbarer Kleiner. Wow, halt mal, Chef. Sollten wir uns nicht lieber zurückziehen? Wie gesagt, die Truppen von Orangen Star klopfen schon an unsere Tür. Kid, treib es nicht zu weit. Du bleibst, wie du bist, wo du bist, verstanden? Wir reden, wenn ich zurück bin. Ja, und wir haben jetzt wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen Andy, der sagt, wird Olaf nicht selber kalt, wenn er es schneien lässt? Und damit macht er echt eine sehr gute Frage, aber die kann man eigentlich schon beneiden. Nicht ohne Grund ist er Herr der Schneestürmer. Und Max wird, geben wir es ihm. Ja, das kann man auch falsch verstehen. So, und was kommt dran? Ich weiß es nicht. Wir spielen wieder mit Max. Wie gesagt, ich versuche das immer zufällig zu machen. Mission 6, Schneegefecht. Und es ist eine der schwersten Missionen, finde ich. Chris, Andy, Max, könnt ihr mich hören? Was ist los, Nell? Wir wissen, dass dieses Gebiet für Olafs Einsatzplan höchst wichtig ist. Können wir ihn von hier vertreiben? Legen wir ihn womöglich lahm? Wirklich? Dann können wir so dem Kampf mit Olaf ein Ende setzen. So ist es. Besetzt nur so viele Stützpunkte wie möglich und tut das schnell. Die erste Armee, die 12 Bauten einnimmt, hat gewonnen. Seid wachsam und viel Glück. Mal sehen, ja, wir haben Basen, um Truppen aufzustellen und... Okay, verstanden, los geht's. Ja, und das ist wirklich ernsthaft, weil unser Gegner besitzt... Wie viel KPZ? 3 KPZ-Panzer. 2 Jäger, 2 Jagdpanzer, 4 Infanteristen und 2 Raketenwerfer und 2 Artillerie. Gut, wir besitzen dafür auch einen. Das finde ich dann schon fair. So, unsere Aufgabe ist es, wir müssen so schnell wie möglich ja, wer als 12 Basen besitzt, gewinnt. Und der Status ist, Olaf besitzt schon 6. Ist schon unfair. Und ganz ehrlich, wir müssen verhindern, dass er diese aufbaut. Sobald er nämlich diese gebaut hat, dann haben wir verloren. Er hat dann nämlich 12 zusammen und dann wären wir Game Over. Deswegen müssen wir eigentlich sehr, sehr schnell handeln. Und Olaf setzt wirklich alles daran, Bauten zu bauen. So, und deswegen vernichten wir jetzt auch, versuchen wir die Artillerie zu vernichten. Das uns eigentlich auch ganz gut geklappt hat. So. Artillerien können wir eigentlich immer, Infanteristen können wir immer gebrauchen. Ich setze den vorsichtshalber hier unten hin, weil ich denke, dass er jetzt nach unten kommen würde und... Nee, macht er nicht gut. Ja, das ist die Scheiße. Mein Jagdpanzer ist jetzt gefährdet. Gut, den da unten hatte ich jetzt auch vergessen. Aber den zerstören wir auch sofort. Gut, er holt auch schon seinen KPZ raus. Das ist für uns ein Vorteil. Wir haben zwar unseren Jagdpanzer jetzt verloren, das ärgerlich ist. Aber nicht wirklich so ärgerlich, dass wir uns aufregen. Weil es steht eigentlich noch ganz gut. Also ich bin noch optimistisch. Sowieso, weil wir mit Max spielen. Und da sieht eigentlich alles schon ein bisschen besser aus. So, wir greifen natürlich den Jagdpanzer an. Weil wenn wir den schon im Schussweite haben, dann vernichten wir den auch. Das ist für mich wichtig. So, und natürlich der AKPZ. Der muss ganz schön Schaden erleiden. Ehrlich gesagt, ich habe kein Mitleid. So. So, wir können jetzt auch einen
Jagdpanzer wieder bauen. Gut, Olafs Gabe wird gleich. Ist gleich voll. Gut, das hatte ich erwartet. Gut, den Jagdpanzer KPZ holt er auch. Gut, mein TTP ist fast zerstört. Gefällt mir jetzt nicht so. So. Wir können jetzt entweder den Jagdpanzer zerstören oder den KPZ. Ich will den Jagdpanzer loswerden. Der ist schnell. Der KPZ ist zwar stark, aber dann wieder nicht so stark, dass er... Ja, es kommt heraus zu einem sehr kniffligen Verstrickung. So. Eigentlich will ich meinen TTP noch behalten. Zur Sicherheit hole ich mir noch einen Infanteristen. Gut, jetzt wird er auch seinen Schneesturm aktivieren. Wir müssen uns aber beeilen. Wir müssen jetzt wirklich gleich eine Einheit nach oben schicken, um zu verhindern, dass Olaf die was einnimmt. Also, weil die baut die Basis da oben. Ich glaube, die müssen wir sogar auch einnehmen. Ja, er kommt jetzt schon gefährlich hoch. Es sieht schlecht aus. Puh, es könnte, glaube ich, hinauslaufen, dass wir vielleicht sogar schon das erste Mal Game Over gehen heute. Also in dem Part. Eventuell, weil ich denke, dass unser KPZ da jetzt nicht hochkommen wird. Gut, dann habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, diese Mission ist scheiße. Wortwörtlich ist die scheiße. Aber eigentlich müsste da doch jetzt rankommen. Ist genauso schlimm, ey. Ja, das nervt schon richtig. Wenn er schon mit einer Armee hier hochkommt, ey. Puh, wir kommen dran. Und zerstören sie auch, glaube ich, noch. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist extrem gut. So, jetzt schicken wir alles nach dorthin. Wir könnten jetzt effektiven Schaden machen, tun wir jetzt auch. Habe ich kein Mitleid. Wird den wahrscheinlich wieder zurückrufen. So, ich versuche jetzt alles nach dort links zu versetzen. Wir sparen jetzt ein bisschen, damit wir uns gleich ein KPZ holen. Das versuchst du jetzt immer wieder, also deswegen lasse ich mein KPZ dort auch stehen. Ja, stimmt. Wir haben jetzt nur noch... Du kannst so viele Einheiten dorthin schicken, wie du willst. Die Baute muss ich jetzt aufgeben erstmal. Wir sind gerade momentan in einer heiklen Situation. Und die kann schon schwer werden. Dachte ich mir schon. Gut, aber zum Glück ist das Maschinengewehr ja unbegrenzt. Also wir können so viel Maschinengewehr benutzen, wie wir wollen. Das finde ich jetzt praktisch gesehen super. Trotzdem ernst gemeint, ich hasse diese Mission. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ganz ehrlich, schick so viele Jagdpanzer hin, wie du willst. Wir aktivieren Gabe. Und mit unserer Gabe schaden wir. Und das nicht zu wenig.
Ja, okay, wir müssen berechnen. Er hat zwei Jagdpanzer dort. Voll aufgeladene. Wir ja auch, aber das kann unter Umständen nicht wirklich reichen. Gut, auch die Infanteristen sind stärker. Er stand 54 drauf. Jetzt steht sogar 57. Nein, das mache ich jetzt nicht. Wir zerstören einfach das. Wie gesagt, wenn er die Basis da eingenommen hat, dann war es das für uns. Dann haben wir nämlich verloren. Deswegen müssen wir wirklich alles dran setzen, um dies zu verhindern. Tja, wir haben noch eine Deckung, du hast 0. Das bedeutet, dass man wirklich an der Brücke nicht geschützt ist. Gut. Wir werden in Zukunft gucken, was Olaf macht. Gut, das hatte ich eigentlich auch schon erwartet. Aber sobald ich mein KPZ dorthin gestapelt habe, dann war es das. Nehme ich das Teil ein oder... Oder ich stopfe einfach den nach hinten, tu den hin, greife nicht an und besetze einfach. So kann ich es ganz gemein machen. So, wir zerstören das. Vielleicht gewinnen wir jetzt doch noch. Das wäre cool. So, zur Sicherheit. Wie gesagt, ich vertraue nichts dem Zufall. Ja, mach was du willst. Oh, das hat wehgetan. Gut, dass ich da einen vorgestellt habe. Das wäre nämlich scheiß gewesen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt gewonnen haben oder ob wir wirklich noch weiter in Olafs Gebiet reinstürmen müssen, um noch ein weiteres. So, besetzt. Nein, wir haben gewonnen. Super. Grr, nicht schon wieder. Er wird nicht sehr erbaut sein, wenn diese Pechsträhne anhält. Kit. Jepper. Geh da raus und erlege dieses vermaledeite Sternenkurs von Orangen Star. Du hast gut reden, Boss. Allzu viele Truppen hast du nicht übrig gelassen. Werd ja nicht pumpig. Versammle die Truppen und tu was. Ich muss gehen und ihm meinen Respekt erweisen. Ich zähle auf dich, Kid. Wer letztendlich ihm ist, weiß ich nicht. Nun, ich werde... Olaf hat die Hosen voll und macht sich vom Acker. Und wo bleibe ich? Ich schlendere mal da unten vorbei und sehe, was noch zu retten ist. Ende! Jetzt wird nachgezählt, wie viele wir haben. Und wir haben klar gewonnen. Die haben wir geschafft. Und kriegen auch einen A-Rang, weil das Tempo anscheinend zu scheiße war. Egal, wir kriegen 8 Münzen. Da haben insgesamt 57 und unser Rang bleibt leider immer noch so scheiße, wie er war. Naja, sei es drum. Und wir wollen jetzt auch gleich speichern. Aber zuvor beende ich noch den Part und wir würden uns dann im nächsten Part von Advance Wars 1 wiedersehen. Bis dann. Ciao.